The Madness. Coleman Domingo ist eines der heißesten Eisen im Hollywood-Feuer. Kein Wunder, dass er nun auch von Netflix in der Hauptrolle einer Serie besetzt wurde. Doch tut sich der Schauspieler mit The Madness wirklich einen Gefallen? The Madness, die Story. Der Fernsehmoderator und ehemalige politische Berater Muncy Daniels erlebt während seines Sabbaticals in den Poconos, dass er zum Schreiben eines großen Romans nutzen will, eine schicksalshafte Begegnung. Als einziger Zeuge des Mordes an einem bekannten Rassisten wird er der Tat beschuldigt. Muncy bleibt nur die Flucht, wobei er verzweifelt versucht, seine Unschuld zu beweisen und auf eine weltweite Verschwörung stößt, die es zu enthüllen gilt, bevor es zu spät ist. Auf dieser Mission nimmt er wieder Kontakt mit seiner Familie auf, findet unerwartet Unterstützung und kämpft gegen Fehlinformationen im Zeitalter der alternativen Fakten an. Endlich ins Rampenlicht. Coleman Domingo. Ein Name, der inzwischen die Lauscher spitzen lässt. Doch obwohl seine Filmografie lang und gespickt mit einigen preisgekrönten Titeln ist, spielte der inzwischen 55-Jährige lange Zeichen in der zweiten Reihe. Ob Lincoln, Ma Rainey's Black Bottom, If Beale Street Could Talk oder Selma, Coleman war dabei und sein Gesicht ist auch immer positiv in Erinnerung geblieben. Der tatsächliche Durchbruch gelang ihm jedoch erst mit seiner Mentorenrolle für die Zendaya-Figur in Euphoria. Im Anschluss rückte er für Hauptrollen in den Fokus und erntete für seine Auftritte in Rustin und Sing Sing reichlich Lob und Anerkennung. Nun aber geht es mit The Madness wieder zurück ins Seriengeschäft, wo er neben Euphoria unter anderem schon in Fear the Walking Dead maßgeblich mitwirkte. Wobei man schon sagen muss, dass dieses Netflix-Projekt nun eher ein Hybrid zwischen Serie und Film ist, denn eigentlich ist diese Miniserie hier, wie viele Vertreter der Gattung, ein in Häppchen servierter, stundenlanger Spielfilm. One-Man-Show mit politischem Subtext. Nun aber zur Story. Ein Mann, der eines Mordes verdächtigt wird und Reis ausnimmt, um seine Unschuld zu beweisen. Da klingelt doch was. Richtig, die Prämisse dieser Miniserie erinnert doch mehr als offensichtlich an den Harrison Ford-Klassiker Auf der Flucht, der mit seinem Erscheinen damals das Genre ordentlich durchgerüttelt hat. Und eines kann man in diesem Vergleich direkt nach wenigen Szenen resümieren. Es könnte kaum einen besseren Darsteller geben, der sich diesem schweren Duell stellen könnte, als Coleman Domingo. Der US-Amerikaner hat eine wahnsinnige Präsenz, strahlt aber auch eine Gelassenheit aus, die man ihm selbst in den brenzligsten Situationen noch voll abkauft. Daraus bedingt sich, dass man ohne irgendetwas über die Zusammenhänge zu wissen, als Zuschauer nie Zweifel an der Unschuld des Protagonisten hat und seinen Weg mit viel Interesse mitzugehen bereit ist. Was aber offenkundig The Madness vom 90er-Thriller-Klassiker unterscheidet, ist die Hauptfarbe des Flüchtigen. Ja, in Auf der Flucht hat dies keinerlei Bedeutung gehabt, hier jedoch ist es für die tiefere Ebene der Geschichte unabdingbar, dass der Handlungsträger POC ist. Denn es geht in dieser Story, die von falschen Verdächtigungen und Vorverurteilungen handelt, natürlich um das Thema Racial Profiling und ethnische Diskriminierung seitens der Behörden in den USA. Immer wieder ertappt man sich beim Zusehen dabei, die Frage stellen zu wollen, was wäre, wenn der Verdächtige hier ein Weißer wäre? Doch das ist hier keinesfalls plump, bevormundend oder mahnend implementiert. Vielmehr speist sich ein wesentlicher Teil der Stimmung aus dieser ethnischen Disposition. Hochspannung in düsteren Bildern. Spannung ist das A und O in Thriller-Produktionen und die ist in The Madness definitiv geboten. Sei es durch das Mitfiebern mit Muncy oder durch das Mitraten um die Hintergründe und das sich herausschälende Verschwörungskonstrukt. Auch die Frage, ob der Protagonist nicht auch ein Stück weit paranoid ist oder wird, schwingt als Damoklesschwert noch mit. Die 8 Folgen sind zwar schon ziemlich lang für diesen Thriller, aber es ist zum Glück mehr als das Interesse am Hauptdarsteller, was das Publikum bei der Stange hält. Denn nach dem Auftakt wird die Flucht immer mehr zu einer Art Odyssee, bei der an verschiedenen Stationen quasi in der Folgenstruktur Personen auftauchen, die zur Lösung des Rätsels beitragen. So wird aus dem passiven Flüchtigen im Verlauf immer mehr ein aktiv Ermittelnder und die Unterstützer auf seiner Reise sind allesamt spannend geschrieben, gut besetzt und einprägsam trotz kurzer Screentime gespielt. Audiovisuell ist The Madness auch weit weg vom Netflix-Einheitsbrei, denn der Look ist deutlich näher am trostlos entsättigten Nordic-Noir-Stil dran als am viel kritisierten Digital-Look zahlreicher Eigenproduktionen des Dienstes. Das zieht zwar qua fehlender Farben die Stimmung eher in Richtung Pessimismus, verleiht dem Sujet auf der Kehrseite aber auch mehr Schwere und Nachdruck. Genauso verhält es sich mit der an klassische Film-Noir-Soundtracks erinnernde Musikkulisse, die perfekt zum düster-morbiden Flair passt. Unser Fazit zu The Madness.
The Madness ist ein exzellenter Paranoia-Thriller mit einem Hauptdarsteller, dessen Aura einfach jede und jeder erliegt. Eine flott gepacete One-Man-Odyssee mit politischer Ebene, präsentiert mit kalten Bildern. Der Umgang mit den Themen Fake News, Verschwörungsfanatismus und Vorverurteilung ist smart in die Handlung eingebaut, ohne mit dem mahnenden Zeigefinger daherzukommen. Das macht aus dieser Miniserie gen Ende des Jahres noch ein waschechtes Highlight und ein Must-See, bevor man den Strich unter die Jahrescharts ziehen kann. The Madness ist am 28. November 2024 bei Netflix gestartet. Unsere Wertung 4 von 5 Toastscheiben.